Für 2000 Arbeitslose in Finnland hat mit dem neuen Jahr tatsächlich etwas ganz Neues begonnen. Sie nehmen an einem volkswirtschaftlichen Experiment teil. Finnland will wissen, wie wirkt sich ein bedingungsloses Grundeinkommen in der Praxis aus? Die Finnen sind weltweit die Ersten, die das landesweit ausprobieren und nicht nur in einzelnen Dörfern oder Städten. Wenn auch nur für eine überschaubare Zahl von Teilnehmern und auch nur für 2 Jahre. Die finnische Variante des Grundeinkommens ist außerdem ziemlich knapp bemessen, nicht höher als das Arbeitslosengeld, das bislang ausgezahlt wurde. Dafür dürfen die Empfänger jetzt aber dazu verdienen, so viel sie wollen, ohne Abzüge. Die Idee als solche ist nicht neu. Schon im 18. Jahrhundert dachten Ökonomen darüber nach, jedem Bürger ein Grundeinkommen zu geben. Was dafür spricht und was dagegen, diskutieren unsere Autoren Oliver Heuchert und Claudia Wohland. Wer Geld vom Staat haben will, weil er bedürftig ist, wird erheblich unter Druck gesetzt. Einkommen und Vermögen müssen offengelegt, fast jede Arbeit muss angenommen werden. Das wäre bei einem bedingungslosen Grundeinkommen anders. Außerdem wäre es höher als heutige Sozialleistungen. 1.000 Euro pro Person und Monat sind im Gespräch. Für alle. An dem bedingungslosen Grundeinkommen finde ich besonders gut, dass eben keine Bedingungen erfüllt sein müssen. Das heißt, das jetzige Schnüffeln der Behörden, das jetzige Kontrollieren, Aufpassen, das entfällt dann völlig. Von wegen bedingungslos. Das viele Geld muss von denen erwirtschaftet werden, die trotzdem arbeiten. Das ist hochgradig ungerecht. Das ausgezahlte Geld muss erhoben werden durch Steuerleistungen von Leuten, die Leistungseinkommen erwirtschaften. Und insofern kann man es ganz kurz fassen, es ist ein leistungsloses Einkommen, das aus der Besteuerung von Leistungseinkommen erst möglich wird. Und das ist ein Widerspruch in sich. Aber das Geld ist doch schon da. Wir geben in Deutschland zurzeit knapp 900 Milliarden Euro im Jahr für Sozialleistungen aus. Dieses Geld kann man einfach als bedingungsloses Grundeinkommen auszahlen. Das bedingungslose Grundeinkommen kann dadurch finanziert werden, dass alle anderen Sozialleistungen ja wegfallen und dass ein riesiger bürokratischer Apparat erspart wird. Seid ihr größenwahnsinnig? Man stellt nicht einfach mal ein ganzes Sozialsystem auf den Kopf. Denkt mal an die Probleme, als Hartz IV eingeführt wurde, was gegen eure Pläne eine Kleinigkeit war. Das, was wir mit einem bedingungslosen Grundeinkommen finanziell eingehen, überfordert den Bundeshaushalt. Es wäre etwa das 4- bis 5-fache der Ausgaben, die der Bundeshaushalt für Bildung und Forschung investiert. Wir wissen aus der Geschichte, es hat viele Experimente in den USA, in Kanada gegeben. Das Geld hat nie gereicht. Doch es geht auch um die Zukunft der Arbeit. Was passiert mit den Menschen, wenn Roboter die Arbeit übernehmen? Wir müssen umdenken. Viele Tätigkeiten sind sinnvoll, auch wenn damit kein Geld verdient wird. Erfolg wird nicht mehr am Konto gemessen. Der Mensch strebt nach Arbeit, nach sinnvoller Arbeit, nach Arbeit, die ihn erfüllt, die ihm einen Lebenszweck und Lebenssinn gibt. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass auch danach sich genügend Menschen weiterfinden, die einem solchen Job nachgehen. Der Mensch strebt aber auch nach bezahlter Arbeit. Dann kann er sich nämlich mehr leisten. Und Arbeit gibt es bisher doch wohl genug. Die These vom Ende der Arbeit ist historisch betrachtet nicht begründbar. Sie wird seit 4 Jahrzehnten vorgetragen, ist nie eingetreten. Und im Augenblick erleben wir im Schwange der Digitalisierung auch wiederum einen stabilen Aufbau an Erwerbstätigkeit. Wir sehen auch für das Jahr 2017 für Deutschland, auch für Europa insgesamt, keine Verluste an Arbeitsplätzen. Aus unglücklichen Hartz-IV-Empfängern glückliche Bezieher eines bedingungslosen Grundeinkommens zu machen, das ist doch wohl eher eine Utopie, kein wirklicher Plan. Aber es sind am Ende doch die Utopien, die unsere Welt verändern können.